Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und der Pomon 2.27. Ich grüße erstmal alle, die da sind. Den Gerd, 4D2 abgefahren, den Jack und Tino, Boti, Sammler. Ja, ich grüße euch und ich hoffe, ich habe nicht den einen oder anderen vergessen. Ja, es geht wieder los mit der Pro-Mods und ich habe gerade gelesen, dass auf dem Multiplayer-Server ganz schön viel los ist. Also EU1 und EU2 hat abgefahren geschrieben, soll ja total gerammelt voll sein. Da werden wir uns morgen auf jeden Fall nochmal, ja, umtun. Just for Five, VIP ist da. Grüß dich. Und natürlich der FC Bayern. Ja, heute werden wir in Richtung Baltikum fahren. Ja, bald ist es soweit und ja, bald sage ich jetzt schon. Es wird bald soweit sein, dass wir ins Baltikum können, also vom Spiel her. Und das ist heute die Tour, die wir machen. Aber ich würde sagen, wir machen hier so einen kleinen Abstecher. Und zwar hier oben, Berliner Ring, hier oben langfahren, wo wir noch die eine oder andere Strecke noch nicht absolviert haben, bis wir dann irgendwann da oben sind, irgendwo im Nirgendwo. Ja. Alles klar, setzen wir uns in den LKW. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt schon alles eingestellt? Nein, ich habe mein Lenkrad noch nicht eingestellt. Ach. Also morgen versuchen wir auf jeden Fall mal den Multiplayer uns anzugucken. Und ich bin dämlich, ich bin ja falsch reingegangen. Ich hätte... Ach Mensch, was ist denn los mit mir, Maximus? Was ist denn los? Bin ich denn so aufgeregt, dass ich endlich wieder die Pro-Mod spielen kann? Ja, wahrscheinlich schon. Und los geht's! Ja, wie geht es euch? Der Ika fragt gerade, also ich bin jetzt so voll gefressen vom Grillen, das geht gar nicht. Naja, und jetzt werden wir gleich lossehen. Und wir fahren und laden erstmal die Pro-Mods. Hoffentlich wird es nicht zu irgendeinem Absturz kommen in der Zeit, weil ich habe wirklich viele Mods noch drinnen. Und da sind wir. Die Leute, die zappeln da noch ein bisschen, die sollen lieber arbeiten. Edeltraut ist auch am Start und Muschi auch und ein Erfrischungsgetränk, weil ich jetzt keinen Kaffee am Start habe. Wir starten den Motor, lösen die Feststellbremse, machen unser Bordcomputer wieder safe und dann fahren wir los. Und ihr seht schon, ich habe einen Krone-Auflieger. So in der Art werden wir es wahrscheinlich bekommen. Das ist natürlich Mod. Hat der Leitung dran? Ja, die Leitungen sind dran. Uiuiui, da kriegst du richtig Angst, wenn die sich so drehen. Und schön gemütlich hier runterfahren. Heute ganz in weiß. Unschuldig werden wir heute die 2.27 der Pro-Mods abfahren. Und werden erstmal hier gegens Auto rammeln. Das war eigentlich klar, ne, dass wir es machen. So, alle, die jetzt hier sind, grüßt euch. Wir werden schön gemütlich jetzt fahren. Mal gucken, wie lange. So lange, wie ich Lust habe. Die Leute auch hier sind. 60 Zuschauer haben wir, 11 Daumen. Danke euch. Und morgen, wie gesagt, wollen wir nochmal Multiplayer planen. Da auch nochmal eine Tour zu machen. Wir müssen unsere Aufträge erledigen. Hi zusammen. Emanuel. Oh, ich habe ja grün. Und dann geht's ab auf die Piste. Ach, also, wir haben ja wohl alle nicht damit gerechnet, dass die Pro-Mods jetzt so schnell wieder am Start ist. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinnsarbeit von den Jungs. Und wir schauen noch unterwegs natürlich auch immer mal ein bisschen, was für Live-Events wir da sehen. Oh, schön. Herrlich. Und Attacke Hü. Ich habe natürlich den stärksten Motor genommen für die Tour wieder. Uiuiuiui. Ah, jetzt bremst der Trottel auch noch. Was ist denn los, du Ei? Ja, juhu. Endlich wieder Pro-Mods, ja. Genau. Gut. Und jetzt fahren wir erstmal Richtung Brandenburg. Meine Heimat. Ganz unschuldig rumst. Ja, ja.
Sammler, so ist es, ne? Unschuldig ist der LKW jetzt nicht mehr. Und dann hoch. Der ein oder andere LKW-Fahrer wird sich natürlich auch selber wieder freuen, die Promo zu fahren, weil es doch ein bisschen mehr die ja, reelle Welt abbildet, als hier so die Standardkarte hier durch Deutschland. Und ich dachte mir, ich werde heute mal in Berlin anfangen und dann Richtung Polen. Polen haben sie wirklich in manchen Gebieten sehr, sehr schön gemacht. Aber nur mal so als Info, ihr braucht trotzdem Going East, Skandinavien und Vive la France. Italien ist noch nicht Pflicht. Nobodies wie mich gibt's viele, aber die meisten sind nur Schein. Und rate mal, du Mausezahn, welcher wird der echte sein? Danke an die tollen V.idios. Danke dir, Ivan. Da spendet er erstmal 1 Euro. Na, es freut mich, dass du hier bist und dass du mir was gespendet hast. Ja, heute war wieder einiges, ne? Ich heute noch 2 Mods hochgeladen. Dann habe ich heute früh dann überlegt, was machst du jetzt? Ich hatte irgendwie keine Lust, mit einem Euro-Truck-Simulator eine Runde zu fahren. Weil ich habe ja noch 2 Videos vorbereitet. Die werden dann die Tage kommen ohne Pro-Mods. Ja, einmal mit einem Auto und einmal mit einem älteren LKW. Die werde ich jetzt natürlich nicht weghauen und ne, die werde ich jetzt trotzdem hochladen. So. Ey, ist so schnell. 80. Wir fahren 80. So wie es sein muss. Und dann habe ich ja halt dieses Video gemacht, dass wir halt, dass ihr meine Wunschliste gesehen habt und ich hätte es nicht erwartet, ja. Ich glaube, ey, hier, Scania ist ja auch da am Schlüssel. Ich, ihr könnt ja mal reingucken. Und der Aschka ist auch da. Ah, das läuft ja. Die alten üblichen Verdächtigen sind auch wieder da. Was? Prankuschki TV? Ob ich morgen auch hier diese A2-Abenteuer auf der Autobahn auf D-Mark gucke? Nee, glaube nicht, dass ich das morgen gucke. Ich werde dann morgen wahrscheinlich Livestream machen. In der Zeit. Oder um die Drehe da, ne? Ja, nochmal zurückzukommen. Da habe ich ja meine Wunschliste und glaube zu wissen, dass eventuell hier, glaube ich, The Bus bei den Top 5 bei euch ganz weit oben stand. Ja, hätte ich nicht gedacht, ja. Habe ich auch das Emden Add-on? Das Emden Add-on sagt mir gar nichts. Weil Add-on bedeutet ja irgendwie käuflich. Und ich habe eigentlich alle Mod. Ach ja, alle DLCs habe ich eigentlich gekauft. Wann kommen Trucker Babes? Sind das hier die Lady LKW-Fahrer? Weiß ich gar nicht. So, wir gehen mal nach außen, den LKW ein bisschen angucken. Wäre ja langweilig, wenn wir nur hier so gucken. Und wir werden nachher auch gleich mal irgendwo anhalten. Da könnt ihr doch mal schauen, inwiefern da noch ein paar Fehler sind. Und es dauert auf jeden Fall nicht mehr ganz so lange beim Laden. Aber ihr wollt es nicht provozieren, ne? Hallo Leute. So, hier wollen wir mal was trinken. Ah, schön. Jetzt wird wahrscheinlich ein Großteil der Leute, die nicht umgewechselt sind von der 1.30, jetzt doch endlich den Weg finden zu der 1.31. Ein Großteil wird wahrscheinlich die Karte gar nicht umsonst, also kostenpflichtig runterladen, sondern umsonst, ist ja auch alles legitim. Das sind halt die Leute, die dann halt das Team ein bisschen unterstützen wollen. Und jetzt fahren wir erstmal rüber. Oh, da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Ah, da haben sie ihn nochmal festgenommen. Da kommt nochmal die Feuerwehr. Meine Güte, was ist denn hier los, ey? So, was ist hier?
Ostseewelle 95,7. Also gibt ja Verkehrsfunk. Hier ist Baustelle. So. Also, eine Tour mit dem Auto, ja? Lawrence. Ich habe ja da so eine Umfrage gemacht. Ich weiß aber nicht, was da jetzt rausgekommen ist. Oder kommt die noch, die Umfrage? Ich weiß gar nicht. Ich hab schon wieder vergessen. Wie oft ihr denn ungefähr Autos sehen wollt? Einmal eine Woche oder zweimal eine Woche? Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Autos es gerade gibt, ja? Eine Mod-Add-on für die Pro-Mods. Habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich noch nichts mitgekriegt. So, wir fahren mal jetzt schön gemütlich wegen diesen Emden-Erweiterungen. So. Emden ist ein Kartenmod, schreibt abgefahren. Okay. Und wie ist das so von den... Von der Aufmachung ist er vergleichbar mit Promods oder gibt es da... Ich muss ja immer noch sagen, das damals mit Paris fand ich ja richtig schön gemacht. Das fand ich richtig herrlich. Und ich darf nicht vergessen, hier fährt jetzt keiner vor mir, wo ich sehe, wo es hingeht. Ich muss jetzt hier lang fahren. Ja, also ich muss jetzt selber mal gucken. Peter, Speed V habe ich im Singleplayer nicht am Start. Das habe ich immer nur im Multiplayer am Start. Weil ich jetzt gerade, bevor ich hier anfange, auch wenn ich Videos mache, da ist manchmal eine Strecke mit dem Trailer, den ich gerne fahren möchte, 1000 Kilometer. Und ihr wollt ja, das weiß ich selber, nicht mehr wie zwei Videos mit dem gleichen LKW hintereinander sehen. Somit muss ich die dann abfliegen, ja, und muss dann so auf 300, 350 Kilometer gehen. Weil das wird alles zu langweilig. Ey, Moses! Ey, Mose, bist du da? Klar bin ich da. Na, ich dachte, ihr seid heute unterwegs. Gerade wiedergekommen. Du bist gerade wiedergekommen mit Rumbalotte. Der ist nur unterwegs, der hat nur ein Stückchen zu fahren. Ah, so. Und wie war es gewesen? Oh, war ganz gut. Ja? Ja. Da habt ihr heute das erste Date miteinander gehabt, ja? Jungs und Mädels, Moses und Rumbalotte hatten heute ihr erstes Date, ja? Na warte nur, wenn ich dir rüberkomme in Osten. Ja, dann kommst du her. Dann werdet ihr erstmal vereinnahmt da. Ja. Und danach willst du uns abschreiben, ja? Ach, der FC Bayern-Fan, mir wurde der Kühlschrank geplündert, deshalb muss ich mir jetzt was aus dem Burger King mitnehmen. Burger King. Was war ich? Einziger König. Ja, ja. Was habt ihr da jetzt gesehen? Was war da jetzt gewesen? Drift Cup war da. Ein Drift Cup auf Nürburgring, ja, oder was? Und habt ihr da mitgedriftet? Warte. Ja, ja, der muss jetzt mal machen hier. Mache ruhig und gediegen, was wir nicht schaffen, ist bleib liegen. Ah, ist das schön hier. So viel Verkehr. Ach, herrlich. Was ist denn das hier? SKTV. So, jetzt. So, also Drift Cup, ja? Was habt ihr da Schönes gesehen da auf dem Nürburgring? Also, sind immer 1 gegen 1. Ja. Quasi unten in dieser Dunlop-Kurve, wenn du die kennst, hast du diese Haarnadel ganz unten. Ja. War das auf der GP-Strecke von Nürburgring? Da, wo, ja, nur unten in dieser Kurve im Endeffekt. Ja. Da sind die 1 gegen 1 gefahren, einer vorne weg. Ja? Der muss halt möglichst sauber da durchdriften und der andere musste möglichst dicht dranbleiben und das halt kopieren, was der Vordermann macht. Aha. Dann haben die dann gewechselt und der Bessere ist dann mal eine Runde weitergekommen, der Schlechtere ausgeschieden. Das haben die jetzt den ganzen Tag gemacht, bis der Sieger feststand. Meine Güte, ey. Das geht ja ab. Da hat doch hier Rumbalotte einen Tropfen in der Hose gehabt, oder? Ja. Da hätte er doch am liebsten mitgemacht. Ja. Ist der Wesen noch vernünftig gefahren oder wollte er jetzt wieder. Ist er gerast wie so ein Osterei? Ey, er ist vernünftig gefahren. Ich hab ja hier die Kinder dabei. Ach so. Er ist ja richtig. Moses, hast du das Spiel nun gekauft? Welches?
Subscription oder wie das heißt, oder wie hieß das nochmal? Subscription, genau. Ja, hab ich. Hast du schon gespielt? Geht doch nicht. Na, ich denke, du hast die große Packung gekauft, da kannst du immer Wochenende spielen. Ja, nur wenn das auch, wenn die auch da testen, dann darfst du mitmachen, wenn die nicht testen, nicht? Ah, also Moses, du musst mir unbedingt dann sagen, wie das ist, also deine ersten Erfahrungen sagen. Ja, wenn ich es denn dann mal gespielt habe. Ja, da bin ich mal echt gespannt. Ich habe nämlich heute mal meine Wunschliste, meine Top 5, da sind natürlich noch andere, erstmal hochgegeben. Ich weiß gar nicht, was die Leute da abgestimmt haben, weil ich kann ja bei YouTube nur 5 Leute abstimmen oder 5 Spiele. Und da weiß ich gar nicht, was erster ist. Ach, was blinke ich denn jetzt? Ja, hier rüber. Ach, die Promods ist heute erschienen. Interessiert dich zwar nicht, aber egal, die ist da. Gut erkannt. Ich hab ja aber trotzdem manchmal ganz schön eine Ruckler hier. Oh, 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 nicht abstürzen hier. Wir müssen nachher mal irgendwo anhalten und dann die Leute von euch, die ja richtig viel Ahnung haben, müssen dann mal sagen, was hier schon wieder fehlerhaft ist. Dann müssten wir vielleicht da mal agieren. Also es liegt nicht an der Pro-Mods, es liegt definitiv an irgendwelchen anderen Mods hier. Aber erstmal. Hast du vorhin wieder Zombies? Ja, ich habe gedacht, die haben draußen, wir haben noch kurz gewartet, weil wir haben gerade gegrillt. Und jetzt machen sie Viber-Talk draußen. Da dachte ich, da hau ich lieber ab. Und dachte ich mir, okay, dann machst du schnell, bevor es losgeht mit dem Grillen, machst du kurz noch einen Livestream mit den Zombie-Dingsbums. Und heute Abend jetzt eine Runde Euro Truck Simulator. Eine Runde fahren hier. Ah, schön. Also waren so 15 oder 20 mal 30 Leute so, also ganz gediegen. Was wir schaffen, das bleibt liegen. Genau. Welche hast du denn? Welche Mods? Na, wir werden gleich irgendwo mal einen Halt machen hier. Wenn wir hier irgendwo eine Tankstelle finden, da ist eine Werkstatt. Da werden wir anhalten. Und dann zeige ich dir, machen wir ganz kurz mal die Fehlerwerte rein, weil ich will jetzt nicht so gerne das Spiel denn neu laden. Wir gucken mal, ob ihr das dann schon so rausfinden könnt. Weil es hab ja einen neuen Motorrad-Mod hier drin von Jazzy Cat. Vielleicht hat der so seine Probleme. Oder von 50K, diese Anbauteile. Die habe ich jetzt auch neu drin. Schauen wir mal. Nee, die Fahrzeuge sind alles Jazzy Cat-Mods. Also, wenn wir es schaffen, bis zur Werkstatt, 100 Daumen. Dann gehen wir doch raus und gucken uns meine Mods an. Dann gucken wir erstmal die Fehlerwerte an und dann die Mods. So, lassen wir mal hier schön rollen hier runter. Ach, das ist herrlich. Das macht Spaß. Ach, nächster Burger. Ja, hau rein die Scheiße. Was steht denn der hier so dämlich? Oh, war das knapp! Dein Lieblingssender ist RMF. Okay. Pi noch nie gehört. Aber ihr könnt ja mal googeln. Und zwar, wenn ich nach Kroatien fahre. Fahr hier bei den Tschechen lang. Was kommt denn da noch alles? Irgendwas kommt da noch? Moses. Ah, hier ist eine Tankstelle. Hier könnt... Wir fahren hier lang. Ob man da auch Maut bezahlen will? Bei den Tschechen muss man Maut bezahlen. Das weiß ich. Da haben wir ja
Da muss ich ja dann so eine Monatsmaut nehmen, glaube ich, für 18 Euro oder so. Ja, wir bleiben einfach mal hier stehen. Feststellbremse, Motor aus. Und jetzt stehen wir hier. So, jetzt mache ich mal an. So, unlocked, bla bla bla, Old City. Was soll das bedeuten? Guckt mal nach. Da oben war auch noch was. Wir machen mal hier Arrow. Was ist das hier? Customs, Arrow. Hier ist irgendwas mit irgendwelchen Models, bla 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 bla. Habt ihr nicht gesehen, ne? Also, okay. Ich gehe jetzt einfach mal speichern. Lieber mal ein bisschen zwischenspeichern. So, 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 so. In Kroatien, Mellmann sagt das gerade, gibt es auf jeden Fall Maut. Slowenien muss sie auch lang. Wie heißt das? Alta Sator? Mein Sender ist Antenne Bayern. So, der Sammler. Fahrzeuge sind ein Mod vom Jazzycat Verkehrsmod in DP Realistic Traffic. Also der Realistic Traffic macht auf jeden Fall... Ach so, das... Ach so, 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 so. Dann macht mal, wenn was ist, Hashtag Fehler, alles zusammen, dass es blau ist. Dann sehe ich dann besser Bescheid, falls ihr den Fehler gefunden habt. Oh, guck mal hier, was ist denn hier los? Guckt mal, was hier los ist. Logo, bla, bla, Grill, bla, 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 hast du nicht gesehen? Was ist da kaputt? Das würde mich mal interessieren. Kann es sein, weil ich damals den LKW getuned habe, den habe ich ja immer noch keinen neuen, und da irgendwelche Anbauteile dran habe, dass der dadurch irgendwelche Fehler macht, oder was ist das? Wie installiert man ProMods? Ja, auf der offiziellen Seite, da gibt es Infos. Ja, los, lass uns erstmal noch ein paar Kilometer fahren. Wir werden, sage ich mal, jetzt noch 200, 300 Kilometer, da können wir ja noch mal gucken, ja, was da das Problem sein könnte. Ach, Feststellbremse. Ja, ja, selber festgezogen. Ja, ja, schlafen ist nicht. Ob ich den Mercedes MP1 fahren kann? Ich habe jetzt keinen gefunden, jetzt in der 1.31. Oder hatte ich da mal was? Wiss ich jetzt gar nicht. Oh, 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 oh. Habe ich das Schild jetzt unten gefahren? Nee. Ah, schöner Krone-Auflieger. Der ist echt nicht schlecht. Oh ja, mit dem Kopfsteinpflaster. Ach, die Promods ist einfach nur herrlich. So, hier kommt nichts. Da kann ich hier gleich rum. Oh, hier schön Blümchen. Schön. Wann kommt der Euro 6 immer hin? Tja, das frage ich mich auch. So, Hashtag Fehler. Ben hat gerade geschrieben. Das scheint echt die Anbauteile zu sein. Naja, wir werden es so machen, dass ich vielleicht nochmal... Ich hatte schon mal die Vermutung, weil den LKW habe ich mir irgendwann mal zusammengebaut. Ich glaube noch die Version, wo es noch die ganzen Mods gab für den LKW. Ach hier, Kai sagt 1.31, der Mercedes MP1 gibt es schon. Ja, kann sein, dass ich es schon mal gezeigt habe. Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal schauen. Gut, erstmal danke dafür. Den LKW, es gab doch damals den ohne Mighty Griffin, ne? Und dann gab es halt die Mods, die dann halt hier vorne das hier alles geändert haben. Also den Grill, hier an der Seite die Fenster und solche Sachen, ja. Und das ist immer noch der LKW. Also muss ich wahrscheinlich das alles mal den verkaufen und mir einen neuen Scania zusammenbauen. Das könnten wir ja, wenn wir noch Zeit haben, heute noch machen. Dann hauen wir den nämlich weg.
wenn ihr Bock habt. So, erstmal, wow, wir sind über 170 Zuschauer und nur 95 Daumen. Dann bauen wir keinen LKW zusammen. Ich bin Arsch. So, ja, Moses, wenn es richtig losgeht, dann schaffen wir sogar diesen Monat noch die 60.000 Abonnenten, ey. Lecco mio, mein Esperanto. Ja, ja. Was machst du jetzt? Entspannen? Mit dem Bauch kraulen, der ist jetzt nämlich voll. Ja, da macht es. Ach so, warte mal. Warte mal, ich muss mal kurz hier ins Menü gehen. Mir wurde doch was gesagt. Ich habe doch beim Gameplay irgendwie auf Auto gestellt. Von mal Geschwindigkeit PKW, Geschwindigkeit LKW. Jetzt hat mir doch der Jack gesagt. Habe ich wieder total vergessen. Ah. Hier, diese Schmiererei überall, ne? Hier ist nämlich ein Blitzer. Warte mal, hier muss irgendwo ein Blitzer sein. Fahren wir ein bisschen langsam. Ach, guck mal da, da steht die Polizei. Da steht sie. Da haben sie schon ein paar Leute rausgezogen. Ah, guck mal an. Und genau sowas mag ich. Dass hier am Rande der Straße irgendwas ist. Gut, die stehen jetzt stumpf rum, ja. Bewegen seine Arme und so. Aber so eine Kleinigkeit, das ist einfach nur schön. Also, was war das da, Austrian? Danke für dein Abo. Ein Abo. So, wir dürfen nur 70 fahren, sehe ich gerade. Austrianer. Ah, guck mal an, das wird jetzt mal wieder angezeigt. So. Also, ich habe noch nichts gehört, Scania, ob die Russen-Map jetzt schon funktioniert. Mit der Promod zusammen. Aber ich denke mal, da dürfte es Probleme geben wegen den Event, ne? Da müsste man vielleicht die Events komplett rausnehmen, dass da keine Probleme sind. Also, gut, das kann aber bald kommen, weil, guck mal, wie schnell die Jungs von der Promods war. Nicht ruckeln. Warten wir mal ab. Ey, ruckel, ey, wenn das noch weiter so geht, dann müssen wir den LKW, dann müssen wir die Fracht abgeben. Dann müssen wir uns einen neuen LKW bauen. Wenn das wirklich an den alten Anbauteilen von den LKW liegen. Normalerweise nehme ich immer neue LKWs, aber bei dem hier. Oder wir halten durch. Ah, André schreibt gerade, die alte Russ-Map funktioniert noch. Das ist ja eine gute Info. Woher habe ich das ganze Geld? Fahren. Ich habe es aber schon tausendmal gesagt. Ich kann es gerne nochmal machen. So, für alle, ne, die schon mal gehört haben, die können sich jetzt was zu trinken holen. Für alle, die es neu ist, die hören einfach mal genau zu. Und wenn dann irgendwann mal jemand nochmal fragt, dann könnt ihr das ihnen sagen. Also, ich habe ja hier ein Spiel jetzt über 5 Milliarden. Sind das 5 Milliarden? Jo. Es sind zwei Faktoren gewesen. Der eine Fakt war, das ist jetzt, glaube ich, mein vierter Versuch hier Euro Truck Simulator. Ich fahre das Spiel ja schon mittlerweile 5 Jahre, 6 Jahre. Und da kommt einiges natürlich an Kilometern zusammen. So. Das erste Mal wusste ich nicht, wo ich neu anfangen musste, dass mein Spielstand, den ich habe, da war ich schon so bei 2-3 LKWs und ein paar Fahrern und musste dann quasi von vorne anfangen, weil ich irgendwie meine Platte platt gemacht habe und natürlich den Spielstand nicht gesichert habe. So, was bedeutet das? Fang von vorne an.
Und dann ein, zwei Mal war es auch gewesen, dass mein Rechner einfach gesagt habe, leck mir am Arsch. Immer wollte die Festplatte gar nicht. Und das andere Mal habe ich alles rübergezogen und dann war alles weg. Also ist es natürlich fatal, wenn du als YouTuber Monate, muss ich sagen, wieder von vorne anfängst. Ich hätte keine Mod-Vorstellung machen können, ich hätte nichts machen können. Somit habe ich mir 20 Millionen geholt. 20 Millionen und durch diese Fahrerei hatte ich dann ganz viele Fahrer. Ich hatte Maximum Fahrer, mit 20 Millionen kann man das nicht machen, Maximal Fahrer. Und früher war ich so dämlich. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Ich habe einen weißen LKW. Und ich wollte einen weißen Trailer haben. Somit bin ich in den Frachtmarkt gegangen, habe gesagt, ja, wo bin ich denn jetzt? Lass das mal laden. Ich bin jetzt angenommen in der Stadt. Und jetzt sehen wir hier, verdammt, ja gut, jetzt haben wir hier ihn, ja. Verdammt, jetzt haben wir hier noch ihn. Ja, dummes Beispiel. Sagen wir einfach mal, ich suche einen Coca-Cola-Auflieger. Und ich habe einen Coca-Cola-LKW. Und ich habe es nicht gefunden. Und dann bin ich weitergegangen in der Stadt. Oh, hier ist der Coca-Cola-Anhänger. Dann bin ich schnell Reisen gemacht, dann war er weg. Ich habe ungelogen 2-3 Stunden manchmal gesessen, ja, wo dieses, das ist schon mindestens 3 oder 4 Jahre her, um diesen LKW zu haben. Und dann haben mir die Leute gesagt, yeah, Grüße gehen raus an die Volkspolizei. Ich muss ja mal was trinken. Mm. Dass ich dann... Das aber nicht. Ja, dass ich dann halt so lange gewartet habe, bis ich dann diese hässliche Fracht gehabt habe. Und dann war das noch manchmal dunkel und dann wusste ich noch nicht mit diesen Konsolenbefehlen, wo ich sagen kann, go to und dies und das. Dann habe ich es mal gewusst und war dann einfach beim Fliegemodus, war ich in der Luft. Dann wusste ich nicht, dass man mit F9 quasi hier so, dass man seinen LKW dann wieder hinstellen kann. Das habe ich alles nicht gewusst. Und somit, in der ganzen Zeit, sind meine virtuellen LKW-Fahrer weitergefahren. Und ich wollte auch nicht Video zeigen, was Nacht ist. Jetzt musste ich überlegen, wenn ich von der Stadt nach Frankfurt am Main, dann müsste ich um die und die Uhrzeit schlafen. Ja? Was ist denn los mit dem? Warum fährt er nicht? Ach so, Stoppzeichen. Naja, ich habe gestoppt. Dass wir dann halbwegs hell haben. Und das war aufwendig. Und durch dieses Go-To und die Uhrzeit und hast du nicht gesehen, oh, schöner Trailer hier. Oh, schön. Habe ich wirklich Tage sind dadurch vergangen. So, dann war die nächste Sache. Peter, danke für dein Abo, mein Freund. Dann war die nächste Sache, dass wenn du damals Multiplayer gespielt hast und hast dann wochenlang nicht gespielt und bist wieder rein und auf einmal hast du ein paar Millionen gekriegt. Ist jetzt nicht mehr so. Ja, du fährst nur für dich, nicht für deine Fahrer, die du hast. Das haben sie abgestellt und somit hat man ganz viele Millionen, Milliarden etc. Ich würde das gerne auch wegmachen, aber mich stört's nicht, weil ich hier mit euch gemütlich eine Tour machen will. Dieses Wirtschaftsgedöns hier, das ist ja eh nicht so ausgereift, wo man sagen kann, naja, dann hast du einen neuen LKW, dann holst du ja einen neuen Trailer und. Vielleicht kommt sowas alles noch. Ich bezweifle es aber. Erstmal. Und somit habe ich so viel Geld. Ja, genau was Gania sagt. Das ist schade, dass es immer noch keinen Cloud-Speicher gibt. Das ist wirklich schade. Ja. Und der King hat mich abonniert. Danke dir. Moses hat gerade den King gegessen, aber naja. BW hat mich auch abonniert. Das ist schön. Ja, die sind jetzt leer beim King. Wir waren gestern, waren wir auch bei Mc's, ja, da habe ich hier, was weiß ich, so einen neuen BBQ oder was weiß ich, wie das Ding heißt, gegessen. Und vorher waren wir im Kino und haben Deadpool 2 angeguckt. Nee. Er ist manchmal ein bisschen lustig, aber ich glaube, bin zu alt für so eine Filme. Ach, der Felsstar ist auch da. Grüße gehen raus. Ach. Weißt du was, ich glaube, ich lade mal eins von meinen Videos, was ich heute gemacht habe, im Discord hoch. Dann kannst du dir auch was runter vorstellen, was das heute war. Ja, kannst du machen. Pinnwand, ja? Ja, hau in die Pinnwand, dann können die anderen dann mitdiskutieren. War der gleich wieder da? Ja, ja. So, der Spieler LP11 hat mich abonniert. Danke dir. Langsam, langsam. Die Sonne geht langsam unter.
Da werden wir ein bisschen in der Nacht fahren, aber da machen wir dann wieder ganz schnell hin. Mhm. Ah, ist das schön. Morgen noch frei. Herrlich, da werde ich noch ein paar Videos aufnehmen. Ich werde dann, denke mal, ein oder zwei Videos mit dem Flugzeug machen. Und ihr könnt ja mal überlegen, was ich vielleicht noch für Videos machen kann. Außer Euro Truck Simulator. Ich bräuchte dann für Dienstag bis Freitag was. Kommt eigentlich diese... In der nächste Woche jetzt, sagen wir mal, kommen da irgendwelche Spiele raus? Irgendwas, was interessant sein könnte? Ich hab da jetzt nichts weiter gesehen. So. Marcel! James Bond 07 hat mich abonniert. Und damit greift ihr euch den Affen immer mehr. Der hat nur noch 6000 Punkte. Das, was er da oben mal eingeblendet kriegt. Ich habe das so gemacht, dass der nicht dauerhaft eingeblendet ist, sondern nur ganz kurz. Sonst würde es wegnehmen. Aber habe ich das schon mal gefragt? Oh, da war ein Krankenwagen. Habe ich euch das schon gefragt? Die Aufmachung ist jetzt, denke ich mal, nicht so extrem. Also oben links die VIPs und die Abonnenten und VIPs, ja. Und rechts dann halt die Abonnenten und Spender der letzten 24 Stunden habe ich da eingetragen. So, ich bin auf der Hauptstraße, ne? Hey, hey, Junge! Hat der einen Sockenschuss? Ach, der Trailer gefällt mir. Also, ich freue mich schon auf Krone. So. Was ist eigentlich mit On the Road? Der King fragt, ich weiß es gar nicht. Also ich wollte jetzt die Tage mal wieder ein Video machen. Ich war ja, bei mich ist es ja so, wenn ich ein Spiel reingehe und weiß erstmal nicht, gibt es da eine Möglichkeit, die Zeit vorzuspulen, dann würde ich, weil in der Nacht will ich da nicht fahren. Da kann man keine schönen Bilder machen. Das, der Fotomodus soll sowieso erst noch kommen. Hat mir extra der Entwickler da nochmal gesagt, also mit denen ich da Kontakt habe. Das dauert da noch ein bisschen. Und ja, müssen wir mal warten, ne? Was? GTA 5 LS spielen? Ja, ja, mit Dränger rumfahren, ne? Ey, wir sind ja bei 200 Leute. Habt ihr das wieder überall rumgepostet oder was? Genial, ihr seid herrlich. Darauf trinke ich erstmal ein. Ja, ja, drauf du mal. Wasser trinkt das liebe Vieh und denkt, das ist Kabamboli. Oder Krabamboli. Kuh auf den Schwanz geschissen, mit Schwung aufs Dach geschmissen. Weißt du, Wasser ist nur zum Waschen da. Ach so. Kacken Fische rein. Kann man doch nicht trinken. Ja. Was, wenn ich fliegen will, kann ich EU2 fahren? Ja, da fliege ich, ja, ja. Genau, Tor, die drei DLCs werden benötigt, um Euro Truck Simulator zu spielen, also Pro Mods. Ach, hier, ey. Genau sowas mag ich. Aber ich merke gerade, das Weiß von den Krone-Auflieger ist auf jeden Fall heller wie das Weiß von meinem LKW. So, Glühwein. Ne, Glühwein kommt noch. Alter, also das machen wir mal. Maximus Glühwein. Session, aber das muss ich dann aber mit meinem Frauchen abklären, dass die mir jede paar Minuten einen Glühwein vorbeibringt. Und dann schauen wir mal, wie Maximus unter Glühwein fährt. Das ist ja nicht kinderfreundlich. Das könnten wir mal als zum Jahresabschluss machen. Kann ich mal zeigen, wie viel Mods ich habe? Machen wir bei 200 Daumen. Und dann schauen wir mal. So. So, die halten an, okay. Also für die, die es interessiert, ich bin gerade in Polen. Was? Fortnite? Fortnite wird überbewertet. Nee, Fortnite spiele ich nicht. Aus dem Alter bin ich raus. In 2 Jahren
Redet dann noch einer über Fortnite? Das weiß Rumba ich nicht. Spielt das. Rumba spielt Fortnite. Ey, was ist denn das für ein Verräter? Und was hat er gesagt? Gefällt's ihm? Ja, sicher. Echt? Also es wird... Sag mir lieber, warum ich das Video hier nicht... Ja, weil er zu groß ist. Also... Ist das so? Geht das dann nicht, oder was? Naja, bei einer gewissen Größe geht das nicht rin. Ja, da musst du... machen. Ja? Ja, ja. Ja, nochmal zurückzukommen wegen Fortnite. Ja, wurde ich schon tausendmal angeschrieben und irgendwann kommt dann so dieser gewisse... Wie sagt man dann? Wenn immer irgendeiner was will, ist man dann irgendwann... Hör mal auf mit der doppelsinnigen Quasselei und sag mir, warum du heute früh auf der Straße gesessen hast. Ja, ich war zum Stehen zu müde. Moinsen, schönen Abend an alle. Kai aus der Kiste. Was bist du für einer? Danke erstmal, 15 Euro haut er erstmal hier rein in die Kiste. Geil! Danke, 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 Kai. Mann, haut er da wieder 15 Euro. Auf dich trinke ich erstmal. Lob und Anerkennung für die geleisteten Dienste der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Danke, danke, danke. Wahrscheinlich hat er 15 Euro jetzt gespendet, dass ich bloß kein Fortnite spiele. So, also. Fortnite, ja. Es gibt eine ganze Menge... YouTuber, die das wahrscheinlich gerne spielen. Es gibt aber auch einen Großteil der YouTuber, die dadurch ganz, ganz schnell irgendwelche Abonnenten erhaschen wollen. Und so schnell wie Fortnite gekommen ist, umso schnell wird es auch wieder vorbei sein. Also ich beziehe mich dann auf so ein Spiel wie Eurotruck Simulator. Dieses Game gibt schon gefühlt 100 Jahre. Fortnite wird es wahrscheinlich auch so lange geben, aber wird das Interesse denn noch so da sein? Dieses Rieseninteresse. Weil wenn man merkt, jetzt kommt ein Call of Duty, haut so ein Battle Royale Modus rein. Es wird wahrscheinlich am 23. werden wir es sehen, kommt das Battlefield 5 Hashtag V raus, wo auch immer das spielen wird. Da geht man auch aus, dass es einen Battle Royale Modus gibt. Jeder versucht diesen so einen Teil davon abzugreifen und umso mehr diese Sache machen, umso mehr wird es dann nachher uninteressant. Ja. Klar, ich persönlich kann mich da nicht so richtig identifizieren. Ich würde beim Battlefield bestimmt auch so einen Modus mal spielen, ja, um einfach mal zu gucken, wie kommt es an und wie gefällt es mir selber. Ja, weil ich sage mir, gut, so, man kann es nicht so stehen lassen, dass man immer das Gleiche macht. Klar, man ist da in seinem Schulbus da und dann springt man aus dem Bus raus oder wie auch immer aus einer Transall, weil es besser ist, man springt raus, als wenn man da mitfliegt, weil es keine Ersatzteile gibt. Ja, man springt da raus, landet irgendwo und wenn man das Spiel nach und nach kennt, versucht man immer an seinen Spots irgendwo rauszuspringen. Ja, sammelt seine Waffen, rennt rum, wird erschossen und das war's. Und fängt wieder von vorne an. Das würde bei mir irgendwann so ein Frustfaktor kommen, dass ich dann irgendwann mal, was weiß ich, einen Apfel gefunden habe und dann knallt mich einer ab und dann sage ich mir, ja toll, toll, jetzt bist du die ganze Zeit rumgerannt, jetzt ist der Apfel weg. Ja. Darum muss ich auch sagen, Escape from Tarkov sieht total geil aus, aber ich momentan habe da nicht so richtig Lust dazu zu spielen. Vielleicht ist es dann irgendwann mal so weit, wenn man dann eine Base hat und die dann gemeinsam ausbauen kann, dann sieht es wieder anders aus. Also ein Gesamtziel, wo ich sage, boah, bei so einem normalen Shooter weiß ich ganz genau, okay, ich spiele da, baller rum und kann eine Waffe freischalten, ja, oder kann mir andere Skins freischalten oder bin ein Level höher. Das ist für mich da so ein bisschen so mein Sinn. Ja. Also PUBG ist auch so eine Sache, ja. Das ist ja im Endeffekt eigentlich fast das Gleiche, nur dass es eher comichaft ist, aber denn, wenn es danach geht, würde ich eher PUBG spielen, weil ich damit mich mehr identifizieren kann, weil das dann halt mehr
in den reellen Modus ist. Aber wenn es um solche Spiele, so Third Person rumrenne, da muss ich sagen, finde ich The Division und Wildlands interessanter. Ja, finde ich von der Atmosphäre und so mit vier Mann rumrennen, nicht diesen Druck haben, dass mich irgendeiner von den Multiplayer-Hoshis den ganzen Tag da rumballern, die nur den ganzen Tag da sitzen und dieses Spiel zocken, das würde mich wahnsinnig machen. Ich will mich nicht mit irgendeinem Hans Guck in die Luft oder Scheiß in die Ecke, will ich mich nicht messen, ja, mit so einem 8 oder 10 oder 12-Jährigen, der den ganzen Tag nur dieses Spiel spielt und sich dann, oh, ich bin so geil, ich hab den Maximus weggemacht. Ja, ich keine Lust drauf. Denke ich mir auch bei jedem Shooter. Ja, ne, ich brauch das nicht mehr. Ich will mich. Ich finde das geil, wenn ich jedes Mal da wegmache. Ja, du findest es geil. Du kriegst gleich Backpfeifen. Hey, ich bin mittlerweile so, dass ich eher so ein Shooter, also Battlefield, ich gucke mir das am 23. an und wenn ich sage, ja, das gefällt mir, dann hole ich es mir. Das wird dann auch im größten erstmal der erste Shooter sein, der so ein Casual-Shooter, ja. Wir werden mal dieses andere Spiel da ein bisschen ausklammern, was wir da gesagt haben. Wie hieß es nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, dieser Hardcore-Shooter. Na, da will ich erstmal ein bisschen mehr sehen. Da will ich mal Moses seine Erfahrung erstmal wissen, wie gut es ist. Und ja. Und dann halt so eine Action-Spiele, die ein bisschen korblastiger sind. Dieses Miteinander spielen und nicht immer gegeneinander. So, hau, ich hab gesprochen. Also Fortnite wird es nicht geben. Oh, hä? Es gibt ja bestimmt auf Twitch hunderte Leute, die jetzt momentan Fortnite streamen. Das würden wir irgendwann auf... Ich aber bei dir sehen. Nein, ich kann kein Fortnite. Fange ich an, hier ein paar Bretter zu nehmen und dann irgendwas, eine Rampe hoch zu springen und... Ach, hör auf, das ist mir zu viel Kitschikatschi. Es ist so wie Deadpool, das ist nicht mehr meiner... Bin ich zu alt für. Wie lange fahre ich noch, Tino? Ich habe noch 862 Kilometer auf der Uhr. Das wird noch ein Weilchen dauern. Ein bisschen dauert das noch. Ah, schön. Schauen wir mal nach außen. Der unschuldige LKW. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwie neblig? Ah, guck mal oben. Da fehlt ja was. Mir haben sie hier den Michelin-Mann geklaut hier oben. Das sehe ich jetzt erst. Alter, über 190 Zuschauer. 170 Daumen, ihr seid geil. Ja, weil ihr es immer gerne weiter postet. Das finde ich gut. So. Ah, da haben sie mir das Michelin-Männchen da oben gegangen. War ich heute am Lausitzring? Nein, Tom. Ich habe gestern mitgekriegt, glaube gestern, ne? War ein, mächtiger Unfall gewesen. Und meiner hat nur gesagt, ey, beim nächsten Mal fahren wir da hin. Wie teuer sind da eigentlich die Karten? Lausitzring. Wisst ihr gar nicht, es kann ja gar nicht so teuer sein. Ist doch jetzt die Degra da oben und eigentlich hieß es ja, da wollen sie ja gar nicht mehr so ein Rennen machen. Aber anscheinend geht es trotzdem noch weiter. Kann ich mal Iveco fahren? Ich werde die Tage einen Iveco fahren, aber einen älteren. Die Michelin-Männchen sind teurer und begehrter, deswegen wurden die geklaut. Ja. Adam, danke für dein Abo, mein Freund. Wie
Wie spät haben wir es denn jetzt hier? 20 Uhr noch was? Da, ein Weilchen werden wir noch fahren. Wir machen mal. Ist noch eine Viertelstunde bis 20 Uhr. Nein, hier im Spiel. 20.40 Uhr. Was? Sebi, schick mir ein Video auf WhatsApp. Aha. Die 200 Daumen, werden wir die schaffen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau. Und bei 500 Daumen zeigt Moses seine Schlüpper. Gerne. Die zeige ich auch schon für weniger. Dann musst du nicht unter Wert verkaufen. Ich will den Leuten nur was Gutes tun. Ja, ja. Also du hast die sogenannte Wechselschlüpper, ne? Der German Duden, danke für dein Abo. Der wechselte immer von innen nach außen. Und von oben nach unten. Genau. Warum nicht online? Weil heute die Promods rausgekommen ist und wir fahren morgen online. Die Promods kann man sich kostenlos runterladen oder man gibt einen Dollar, das sind 88 Cent, dann kann man sie mit einem Rutsch runterladen, sonst muss man jede Datei einzeln machen, weil das muss ja alles finanziert werden, die ganzen Server und dies und das. Und ich kaufe da jedes Mal, weil ich das Team unterstütze. Muss jetzt nicht jeder, der jetzt sagt, ja, jetzt kommt wieder ein Update und jetzt brauche ich für die Promos wieder ein Update. Das sind halt immer die Leute, die es nicht verstehen. Es gibt ja die Möglichkeit. Wenn sich an der Hauptmap was ändert, dann kannst du die alte Promos nicht einfach so draufklatschen. Ja, das geht ja nicht. Ja. Märtyri-Offizier oder was weiß ich, oder was da war, stand. Danke für dein Abo. Und wir haben bald den Maximus geschlagen. Nur noch 3450 Punkte. Da habt ihr den Affen geklaut. Nee, die ist ja kostenlos. Ich werde mal Licht anmachen. Und bei der 2.30 wird es dann auch wieder großteilige Änderungen geben. So. Bei Emmy stürzt das Spiel immer ab. Dann versuch's mal ohne Mods. Ja, Skarner, ich war in Holzdorf. Was, die maximale Dateigröße im Discord ist 8 MB? Oh, die ist ja nur 200, die ich hier habe. Achso. In Holzdorf ist am 9. Juni Tag der offenen Tür. Quasi oft mache ich das anders. Gut. Sandro, danke für dein Abo. Willst du jetzt nach Holzdorf fahren und dann, warten, bis der Maximus wieder durch die Wache fährt. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, den ich kenne, aber ob ich jetzt gerne unbedingt nochmal Holzhof sehen muss. Was wollen sie mir denn zeigen? Habe ich doch alles, sie sehen schon. Jetzt muss ich was testen, ob das funktioniert. Oder kommt Moses nach Holzdorf geflogen? Tag der offenen Tür. Ha, bin ich gut, guck mal, so geht's. Ich sehe noch nichts. So. Du musst den Link anklicken. Aha. Naja, ich fahre jetzt. Ich kann jetzt nicht anklicken. Ja, viele vergessen immer diese Dev-Datei als erstes zu machen. Der ist der erste Schritt, den man macht, ne? Fahr ich nach Prag zur SCS Software? Naja, das war doch gestern gewesen. Aber außerdem, ich komme letzte Woche war ich in Prag. Ein bisschen ärgerlich, sonst wäre ich da auf jeden Fall hingegangen. Sehr ärgerlich. Macht der Trottel hier? Was macht denn der jetzt hier? Ach, es sind 4 LKWs, müssen hier rum.
Ja, ja, ihr seid so richtige Kameradenschweine, ihr LKW-Fahrer hier. Ah, ich sollte mal blinken. Hier, sonst wäre ich böse hier. Ach du meine Güte, jetzt müssen wir hier stehen. Ja, wie gesagt, wenn wir das Baltikum kriegen, dann werden wir genau wie hier an einen Grenzübergang stehen. Da wird auch so ein virtuelles Stoppzeichen gemacht. Und das heißt dann Kontrolle. DTM-Karten, Thomas hat gerade geschrieben, sind teurer geworden. Mit Fahrerlager, also Seitenränge und 45 bis 30 Euro. Aha, aha. Also, ja. Was? Einer Döring, danke dir für dein Abo. Also, das jetzt mit dem Scania, warum jetzt hier öfter Scania ist, hat den ganz einfachen Grund, weil ich den LKW hier fertig hatte. Er war einfach fertig und ich jetzt eigentlich spontan noch nicht hundertprozentig wusste, ob ich jetzt hier einen Livestream mache. Aber wer auf meinen Kanal guckt, der sieht, dass ich wirklich immer irgendwie andere LKWs sehe. Ja, Nils, ich hab's gesehen. Wir haben die 200 Daumen, verdammt, Axt. Wie man Online-Modus macht, Peter. Also es gibt ganz viele Videos, wie man online spielen kann. Und ich stehe jetzt hier. Ah, die haben hier so mit einer bestimmten... Yuki, danke für dein Abo. Die haben hier eine gewisse Zeit mit eingebaut, wie lange man hier steht. Das finde ich ja geil. Da kann ich auch mal gucken, was ihr schreibt. Wie stehe ich zu MAN? Wow, oh, coole Firma. Mein Gott, nee, ey. Ja, so lange werden wir jetzt hier nicht stehen. Wir halten die einfach mal an. Glotzen blöde und fahren los. Aber ich soll sagen, wenn ich am Lausitzring bin, also wir hatten schon überlegt, heute hinzufahren, aber da haben wir ja Besuch bekommen. Was willst du am Lausitzring? Da ist doch jetzt DTM. Play, Dennis, danke für dein Abo. Da gab's doch... Wolltest du hin oder was, zu DTM? Ja, ich weiß ja nicht, was da noch. Eigentlich haben sie ja gesagt, auf dem Lausitzring soll gar nicht mehr stattfinden, weil das doch hier die Dekra übernommen hat, als Testgelände, aber jetzt machen sie doch was. Also ich weiß nicht, was da noch alles so an Rennen und sonstige Sachen mal geplant ist. Ob dieses Jahr noch was sein soll, ob nächstes Jahr überhaupt die DTM da fährt. So. Ah, da hat irgendwas geschrieben oben mit DTM. Jetzt sehe ich es leider nicht mehr. Der ist ja am Arsch der Welt. Naja. Das sind ja 450 Kilometer von hier. Ja. Boah, da muss ich ja noch an Dresden vorbei. Naja. Ja, du kommst ja nicht wegen DTM hier nach in die Zone. Warum nicht? Das würde ich machen. DTM ist geil. Naja, können wir doch für nächstes Jahr planen. Kannst du hier pennen. Aber da müsste ich, wenn, das ganze Wochenende dahin. Naja, und? Könnten wir doch mal machen. Da hätte ich mal Bock auf sowas, ja. Pennen kannst du hier, fressen kriegst du auch hier. Da kann meine kochen. Aber die DM ist geil. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Na, ich weiß ja nicht, wenn das nächste Mal hier Lausitzring DTM ist. Da machen wir dann ein großes Fan-Treffen. DTM, Lausitzring. Da packst du, nimmst du Rumbalotte mit. Der kann auch noch hier pennen. Dann kommt Toni noch mit. Und dann geht's ein Bach runter, seid ihr. Wie zoomt man die Kamera? Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Eine Taste. Also ich frag da nur ganz komisch, weil...
Das ist schon lange keiner mehr gefragt hat. Innenraum zoomen, eine Taste belegen. Und dann kannst du zoomen. So. So, wir werden jetzt gleich irgendwo mal eine Möglichkeit suchen, um hier mal die Nacht zum Tag zu machen. Das ist ja ätzend, in der Nacht rumzufahren. Aber ihr könnt ja gerne mal, nein, Spiel abgestürzt. Super, da können wir uns jetzt gleich meine Mods angucken. Rotz doch in die Tüte. So. Dann werden wir mal gucken. Spielladen. Ja, und da wäre ich jetzt gleich ausgelacht, weil das Spiel abgestürzt ist. So. Läuft weiter. So, da sind wir wieder. Na, super, da super, da super. Mod-Manager. Wir fangen mal ganz idiotisch und sicher an, mit welchen LKWs. Also, ihr seht ja hier, dass ich hier einige LKWs am Start habe. Ja. Und da sehen wir, dass ich keinen aktiviert habe. Hier haben wir den MAN TGX Euro 6. Der ist aber schon lange nicht mehr aktualisiert worden. Ich gucke jetzt einfach mal. Das seht ihr nicht. Ich kann euch das aber trotzdem sagen. Am 22. Februar wurde das letzte Mal aktualisiert. 2018. So, das sind erstmal alle die LKWs, ja. Mit hier den LKW, den Iveco, da werden wir auf jeden Fall auf der ProMods was sehen. Mit dem habe ich schon ein Video gemacht, das kommt nächste Woche. Mit dem alten Scania will ich auch noch ein Video machen. Ich weiß, die LKW sind alt und ihr habt keine Lust. Ja. Die Witze wieder, ne? Flachwitze. Bei den Trailern, ich habe von SESL, den Trailer Pack, findet ihr auf Steam, ist auch mega groß, glaube, es ist auch für die 1.31 geeignet, weil ich will mal schauen, zeigt mir gar nichts an jetzt, Steam lädt nicht, naja, ganz toll, gut, werde nicht anzeigen, aber es sind bestimmt 1,8 Gigabyte, hier vom Fliegel noch ein Aufleger, dann habe ich hier von Chris 45 hier diesen Dings, den kann ich mal wegmachen. Dann habe ich hier noch so einen Schwerlastauflieger von Krone, hier nochmal Krone und hier von Schmitz ein paar Auflieger. Dann gehen wir mal weiter, Interieur, SESL-Mod, da könnt ihr die Edeltraut und so hinpacken. Da läuft das auf jeden Fall rund, wenn ihr abends dann ins Bett geht. Und ja, beim Scania habe ich sonst immer hier noch dieses Blaue, das Interieur gemacht, auch von Steam Workshop. Hier waren nochmal ein paar Reifen. Ihr habt ja gesehen, dass ich diese oberste Beleuchtung habe. Ja, ist eigentlich für die 1.27. Kann das sein, dass dieses Ding auch noch Fehler verursacht? Kann das sein? Ich weiß gar nicht, wenn es das letzte Mal aktualisiert wird und Steam kommt heute irgendwie nicht aus dem Pushen. Manchmal hat der auch so einen Sockenschuss. Also, kann möglich sein, ne? Darum, wollen wir es deabonnieren oder was? Ja, dann schreibt es mal rein, ob Hashtag oberste Lampe. Hier habe ich noch ein paar Michelin-Reifen. Das von 50K habe ich drinne. Ich werde das jetzt rausnehmen. So, weiter geht's. KI-Verkehr. Das ist ja neu rausgekommen. Das habe ich heute schon gezeigt. Von Jazzy Cat Motorräder. Dann habe ich hier noch aus dem Steam Workshop, dass hier auch noch ein paar Trailer so rumfahren. Dann habe ich hier Allspace. Also hier so eine, dass Krankenwagen, Polizei und solche Sachen noch rumfahren. Ja, dann müssen wir mal gucken. So, was haben wir? Der MAN F90. Also wenn ein Fehler ist, dann müsst ihr mir sagen. Hier habe ich diesen Realistic Traffic Mod, den habe ich schon Ewigkeiten. Ah, guck mal an, ich habe den Bus Traffic Mod gar nicht drin. Ja, aber ja, mache ich ein bisschen höher hier. So hin. Ach, gar nicht aktiviert. Dann All Traffic Mod, dass hier die einzelnen Autos rumfahren und hier noch LKWs. Das sind halt 92 unterschiedliche LKWs.
Hier sind halt die ganzen Lackierungen, ja, über 400 oder knapp 500 Lackierungen sind da mit LKWs und sonstige Sachen. Patrick, danke für dein Abo. Dann gehen wir weiter. Sound, habe ich hier einfach diesen Soundfix 1812. Lackierung, das sind halt nur ganz normale Lackierungen für Trailer und LKW drin. Ja, dann gehen wir weiter. Frachten habe ich sonst immer von Jazzy Cat, die hatte ich jetzt alle draußen. Und das ist hier meine Pro-Mods. Ja. Und nimmt mal eine Stoppuhr mit, wenn ich jetzt gleich das Spiel loslege, dann könnt ihr mal ganz schnell mal schauen. Hier, die müsste ich jetzt eigentlich auch aktivieren, ne? Habe ich jetzt ohne gemacht. Soll ich den Realistic-Dings rausmachen? Soll ich den jetzt reinmachen hier? Ich mach den mal rein. Ne, ich mach's jetzt nicht rein. Stoppuhr nehmen und dann gucken, wie schnell und dann auf Sonstiges. Hier ist der Mercedes, den ich heute hier vorgestellt habe. Das ist hier für Parken, also so ein bisschen Sound. Hier ist auch nochmal ein Chrono und hier ist nochmal ein Wheelton, auch noch Aufleger. Das sind jetzt eigentlich meine Mods, die ich jetzt hier habe. So, ich habe jetzt erstmal ihn deaktiviert. Wir machen jetzt gleich los. Laden, laden, laden. Jetzt muss ich sie erstmal wieder fangen. Bist jetzt auch ein Nightbot-Club. Ja, hat wahrscheinlich zu viele Daumen gegeben. So, wir sagen laden. Ich habe jetzt zwei Sachen rausgeknallt. Manchmal ist es besser, wenn man weniger macht. Das letzte Mal haben wir ja um die... Warte mal. Ich habe mir jetzt mal gedrückt. Ach man, Start. Fehlen ja 20 Sekunden. Das letzte Mal waren ja fast 10 Minuten, 5 Minuten, wie es ja gedauert hat, ne? Ja, also ich habe ja sonst mit den Realistic-Grafik-Mod auch, vielleicht, ich will jetzt einfach mal gucken, ob das denn zu lange gedauert hat, mit dem Laden. Ja, wir haben jetzt Pro-Mods, ihr wisst es, umso mehr Mods ihr drin habt, umso länger dauert es. Ja, ja. Und dann schauen wir mal. Was macht der Moses? Hä? Was? Hä? Bist du denn noch da? So, ich hoffe, ihr habt eure Stoppuhren richtig geeicht. Das dauert ja immer. So, ach, wenn ich mir mal gucke, wie viele Leute mich immer auf Facebook... Facebook braucht ihr mich gar nicht anschreiben. Facebook, da, das ist eine Seite, die mag ich überhaupt nicht. Das ist eigentlich nur, um Videos zu teilen. Mehr ist das für mich eigentlich nicht. Und das ist dann auf, wie heißt das andere da? Twitter oder was weiß ich. Merci Show, was war das gerade? Ja, oder so, ne? Danke für dein Abo. Läuft ja wie Brot geschnitten. Also wie gesagt, Facebook und solche Seiten sind eigentlich nichts, aber man muss es ja irgendwie machen, weil bla bla bla. Du hast mega Verzögerung, wenn du mit Mod zockst. Hab ich jetzt persönlich noch gar nicht so gesehen. Ach so, ja, der Dings RJL hier, Scania, der wird auf jeden Fall noch angepasst. Denke ich doch, dass es passiert. Und jetzt lädt er gar nicht. Oh, jetzt hat er einen Sprung gemacht. Also, Manuel, wenn du mit deinem G27 Probleme hast, es gibt extra eine Datei, 87 STAB. Danke für das Abo. Und King Kong. Ja, kommt doch bald ein neuer Film raus, oder? Kam der? Danke für dein Abo. Da gibt es extra ein Tool von Ubisoft, Logitech, wo man dann umstellt auf 360 oder 900 Grad. Da musst du dann ein bisschen rumfuchteln. Ach so, ja, wenn der neue Abonnent ausgewählt, ja stimmt, oben rechts steht, ja, aber das ist bei Discord ganz schon weit weg. Ich sehe Top-Spender, Kai aus der Kiste und dann ein Abo von King Kong und da ist es noch kleiner geschrieben und dann hört es bei mir schon auf, ich brauche eine Brille.
Ja, André, ja, ich habe da auch so meine Probleme. Marcel, danke für ein Abo. Ich habe jetzt 3 Minuten noch was. Ach, Daniel schreibt gerade, die Promods-Leute bauen jetzt schon auf Bulgarien was. Aha. Ich soll bei Skana, ich soll hier diesen RE-Shader, bla bla bla. Wo kann man das denn laden? Ja. So, jetzt hat er mal einen Ruck gemacht. So, also, ja, 1 Minute schneller wie früher. Toll. Alles klar. Ich speichere jetzt mal ab, wo auch immer ich jetzt bin. Wir gucken jetzt mal auf der Karte, wo ich jetzt bin. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt? Ey, sag nicht, ich bin jetzt in Berlin. Berlin, Berlin. Ja, ich weiß. Die Fracht ist weg. Warum? Weil ich was ausgebaut habe. Dann machen wir das, was ich jetzt die ganze Zeit machen wollte, ja? Ich will jetzt nicht nochmal rausgehen und diese andere Scheiße, ey. Kackt die Wand an. Ja, es kann sein, wenn ihr irgendwas rausnehmt an Trailern oder so, dann ist die Fracht im Arsch. Ja, wir waren ja sowieso fast da. So, Hammer Musik hier. So, ach so, nee, komm. Wir machen jetzt einfach einen neuen LKW bauen wir jetzt. Wir bauen uns jetzt einen neuen Scania. Ich bin auch ein richtig dummes Kind. Ah, ja, danke euch beiden erstmal für das Abo. So. Wo haben wir den jetzt? Den will ich nicht. Nicht die R-Version, die S-Version. Aber ich will nur. Ach, Mann. So hast du jetzt. Was habe Wolltest du ich? ein Video angucken? Ich gucke jetzt kein Video an. Ich sehe da unten, dass da ein Bildchen drin hast. Das sehe ich. Das sind So. 30 Sekunden, das kannst du ja wohl gucken. Das gucke ich jetzt nicht. Ich baue jetzt. Dann muss ich aus dem Dings hier raustappen und dann hat das Spiel sowieso seine Probleme manchmal. So, wir bauen jetzt. Bauen, bauen, bauen. Was habe ich denn hier für. Wir nehmen jetzt mal einen Standard. Nee, die sind hässlich. Ich nehme die. Und hier habe ich irgendwelche. Joa, könnten wir nehmen, ne? Nehmen wir das hier. Lackiert, Seitenteile. Naja. Ach nee, warte mal, dann darf ich das hier nicht nehmen, ich muss das zunehmen. Wenn ich hier hinten dieses Teil hier hinsetze, dann muss das auf jeden Fall besser aussehen. Dir nicht mal ein bisschen Mühe geben. Ich gebe mir Mühe, welche soll ich nehmen, das oder das? So. Lackiert mit Chrom, so muss es sein. Eine Flagge, Flaggen mag ich nicht an LKW, das muss nicht sein, aber ein V8-Zeichen, das kann man auf jeden Fall schon hinmachen. Dann nehme ich das Einfache, setze das hier noch hin. Ja, der kann schon ein bisschen verbessert aussehen. So, das haben wir. Wir lassen die Lampen drinne. Schade, dass es hier nicht das Beleuchtete gibt. Das und als Gitterchen wollen wir Gitter schwarz lassen? Ich würde ich jetzt fast mal als schwarz lassen, ne? Wir lassen die Dinger hier. Ich hoffe, dass der jetzt keine Probleme mehr macht, weil wir jetzt die Standard-Gedöns nehmen. Das hier unten. Ja. Machen das hier. Rucki-zucki. Weil wir wollen ja fahren. Wir wollen ja noch eine kleine Tour machen jetzt. Nach den Fehl hier. So, hier unten hin. Das ist auch nicht mein Teil.
Witz Nummer 46. Was ist braun und hängt an der Wand? Ein Plakot. Gott. Nightbot macht Witze. Ach, scheiße. Ja, Nightbot ist sowieso der größte Witzemacher. So, dann kann ich jetzt mein Michelin-Männchen auch wieder richtig hinsetzen hier. Das ging ja gar nicht. Mehr Licht will ich da oben eigentlich nicht haben, aber ich könnte mal eine ordentliche Tute dran dödeln. So, das haben wir. Hier vorne haben wir eigentlich auch alles. Das hier... Ich denke, der ist erstmal von außen ganz angenehm. Und jetzt gehen wir hier rein. Lenkrad bleibt so. High-End-Lenkrad. Das hier. Das haben wir. Wir setzen noch die Edeltraut hin. Das ist mir verdammt wichtig. Edeltraut, oh Edeltraut. Der Mann auf den Schädel haut. Die so gutes Gras anbaut. Mhm. Jakobs. Best. Oh, der nächste Flachwitz vom Bot. Witz Nummer 15. Was sitzt auf einem Baum und schreit Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler, den hatten wir. Ja, den hatten wir schon. Der ist nicht ganz so gut hier, der Nightbot. Kaufen. Und jetzt haut er direkt den gleichen Witz nochmal raus. So, ja, gut, alles klar. Wir haben den LKW gekauft. Beim Kaufen früher war es so, dann bist LOL. Du... Was denn? Scania schreibt Facecam. Oh. Und der Nightbot redet schon wieder von Plakot. Auf deine Facecam bezogen. Findest du lustig, oder was? Ja. Ach, du bist so eine richtige Made, ey. So eine richtige Made. So, einsteigen. Und dann lädt er wieder. Über 200 Leute gucken zu, wie ich mein LKW zusammenbaue. Hm. Lob und Anerkennung. Hm. Da stehen wir. Ich würde ihn erstmal so lassen. Guck mal hier, die Tuten, die hauen den Michelin-Männchen erstmal voll das Fressbrett weg, ey. Wenn die anfangen zu hupen. So. Nee. Wir gehen nochmal in den... dem Bereich. Und hier ist immer meine Werkstatt, wo ich meine ganzen Mods immer reinmache und dann verkaufe ich hier die LKWs und verkaufe den LKW und verkaufe diesen LKW und verkaufe nicht den, der ist ja noch gut. Das ist der LKW, der vielleicht die Fehler verursacht hat. Verkaufen. Und abspeichern. Immer sagen, Speicher. Gar nicht dumm. Und wir gucken mal. Und hier sind immer noch irgendwelche Fehler. Accessoires. Kann das sein? Hier bei 50, was weiß ich? Ich hab das doch gar nicht mehr. Na, wir müssen mal schauen. Okay. Ey. Was denn? Singst du denn? Weiß ich auch nicht. Das ist verboten. Was ist das? Ich weiß selber nicht, was ich gesungen habe. Willkommen in ganz weit oben im Norden. Lade. Ich hab versäumt, meine Winterreifen aufzuziehen. Huch. Okay, wir schauen mal. Was gibt's hier oben? Kleines Special. Wir fahren jetzt oben in Island. Aber nicht mehr allzu lange, weil... Du wolltest doch das Video angucken. Du kriegst kein Kloppe, Mann. Das hast du jetzt extra hochgeladen. Na, das guck ich doch denn an, Mensch. Du alte Bratwurst, du. Wer anderen eine Bratwurst brät? Brauch ein Bratwurst-Brätgerät. Du kannst auch ein paar in deine Backen kriegen, du Bratwurst. Pass mal auf, ich hab was Schönes vor. Ich habe was ganz Wunderschönes vor. So, jetzt
Jetzt machen wir mal richtig Banane nach dem Fehl hier. Jetzt holt ihr euren ganzen Schwestern und Geschwistern und Tanten, Onkeln hier noch ran, weil wir fahren jetzt eine richtig schöne Route. Jetzt müssen wir 500 Zuschauer knacken. Jetzt wird aber übermütig. Und zwar werden wir nicht dort lang fahren. Wäre zu langweilig. Wir fahren nicht hier lang. Bam. Wir fahren einfach diese Tour jetzt. Bist du denn dämlich, Mensch? Ja, der kann hier. Ist irgendwie, das hat er noch nicht so richtig raus. Wir fahren hier lang. Da will er so lang fahren. Naja, du bist doch dämlich. Naja, wir werden uns sehen. Gut. Bis die... Habe ich überhaupt den stärksten Motor genommen? Jo. Und die Leitungen sind auch angeschlossen. Juhu! Es geht jetzt auf unbefestigte Straßen, Freunde. So, da hat André auch einen Witz reingeschrieben. Jetzt bist du wieder gefragt. Moses. Hä? Du bist wieder gefragt, da ist wieder ein neuer Witz. Wo? Wo denn? Oder? Ist das, was ist schwarz und dreht sich auf einen... auf der Wiese? Was? Dreimal im Kreis, ein Maulwurf beim Hammer werfen, hüpft auf eine Wiese und ist schwarz. Was ist das? Derselbe Maulwurf, dem ist der Hammer auf den Fuß. Gehört auch zu den Flachwitzen. Ja. So, jetzt haben wir blinken. Bei Michael habe ich da irgendwie in Traffic mehr reingemacht hier bei Motorcycle Traffic Ding. Ah, kann durchaus möglich sein. Warte mal, warum fährt denn der Idiot nicht? Wir fahren jetzt trotzdem. Da siehst du alles im grünen Bereich. Kann das der Fehler sein? Wir fahren jetzt mal bis wenn das Spiel. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, wie kann der auch einfach darauf fahren? Ne? Frage ich mich. Fahre ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Ich fahre richtig. Ich mach mal hier an. Guck mal, jetzt. Jetzt zeigt er gar nicht mehr die ganzen Fehler an. Das war der alte Scania. Da müssen wir mal schauen. Mit seinen ganzen Rotzteilen, die ich damals angebaut habe, hätte ich gleich weghauen müssen. Ja, nächstes Mal bin ich schlauer. So. Aha. So, jetzt werden wir ordentlich eine Tour fahren, solange die Wege oder die Füße uns tragen. Junge. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alles schaffen jetzt von der Tour. Wir schauen mal, wie weit das geht hier. Promots, über 200 Zuschauer. Uns fehlen noch 300. Was ist denn hier los? Was ist denn hier oben so laut? Der Hubschrauber. So, wie schnell dürfen wir fahren? 80. Wir machen mal 80 rein, sonst wäre ich wieder so hippelig. Genau, müssen wir aufpassen bei den Witzen. Moses ist da der Oberwitzemann. Oh, weil sie den Text vergessen hat. Und dann fahre ich gleich hier irgendwo gegen. Ja, warum stöhnt eine Blondine beim Sex nicht? Ja, weil sie den Text vergessen hat. Hm. Ich denke mal, irgendeiner hat mal angefangen mit diesen Blondinenwitzen.
Voila, von einer Blondine. Marvin, danke für dein Abo. Weil er von einer Blondine wahrscheinlich verstoßen wurde. Und seitdem hat er einen Hass auf Blondinen. Ob blond oder braun, ich liebe alle Frauen. Oh, schön hier mal wieder langcruisen. Oh, herrlich. So. Die Dev muss raus bei den Motorcycle-Dingsbums. Okay. Da ich ja dieses All-Traffic-Pack habe. Michael, danke für die Info. Dann ist ja alles gut. Dann werde ich das auf jeden Fall, wenn ich es nicht vergesse, wieder raushauen. Wieder was gelernt. So, The Best Gamer. Danke für dein Abo. Oh, schön hier, wie ich hier langcruise. Und jetzt werden das langsam ungemütliche Straßen, die wir hier befahren müssen. Werden wir es schaffen? Werden wir irgendwo in der Pampa stehen bleiben? Das sehen wir in der nächsten Folge. Wir werden mal jetzt nicht hier mit 80 lang prügeln. Man sieht schon wieder Schnee. Hier war doch irgendwo Schnee. Irgendwo habe ich doch gerade Schnee gesehen. So, warte mal. Jetzt muss ich mal schauen. Wo fahre ich denn jetzt eigentlich hin? So, schauen wir mal. Wo bin ich jetzt? Irgendwo in Nevada. So, wir fahren mal hier jetzt weiter. Warum will er mir das nicht anzeigen, das dumme Kind? Oh. Rausblinken, könnt ihr ja in der kommt von hinten, ne? Nils, wünsche dir auch noch schöne Pfingsten. Ich sollte den Motor ausmachen. Ja, hätte ich machen sollen. Aber dann wird mir kalt hier im LKW. Uhu, hier wird es langsam ein bisschen frostig. Wir müssen aufpassen, wo wir die Straße finden. Ach, das ist doch herrlich. Und dann auch so ein weißer LKW, ne? Wir machen mal hier... Ups, falscher Knopf. Oh, 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 au! Ah, verdammt! Verdammt! Ich habe einen falschen Knopf gemacht. Oh, mal ein Fotochen hier, ne? Ja, das passiert, wenn man von einer Straße in Island runterkommt. Ich gebe nicht mal Gas, ich mache gar nichts. Ja, und nu? Muss ich mal aussteigen. Oh, ich hole mal hinten meine Schippe. Verdammt nochmal, ich habe die Schippe vergessen. Ah, hier ist er. Aha, hier unten ist... Ah. Ah, verdammt, okay. Dann muss ich wieder alles alleine machen. Ah, Zauberhand. Ja, gut. Etwa abgefahren machst du die Jungs. Ja, das ist natürlich ein typischer Maximus, ne? Ich wollte eigentlich ja O drücken, habe aber aus Versehen zweimal die 0 gedrückt und somit war ich aus dem Fahrzeug draußen. Ich musste auf der Tastatur. Oh. Ist das glatt? Und somit war ich aus dem LKW raus und konnte irgendwie nicht so schnell reagieren. Also ich muss mal Licht hier anmachen. Ah, so. Ah, jetzt sehe ich besser. Die ist zwar beleuchtet, die Tastatur, aber... Ach, ja.
Ah ja. Ist ja schon ein bisschen glatt, ne? Eieieiei. Ja, Radio-SAW-Unfall in Island. Weil der LKW Angst hatte. Ja, ja. Wir müssen aufpassen. Eieiei, wenn er da runterfällt, Junge, dann ist doch Ende im Gelände. Was ist da vorne? Und guckt euch mal auf der Straße an, was da noch kommt. Oh je, oh je. Wo bin ich? In Island bin ich jetzt gerade. Momentan Island. Ihr könnt ja den Zeitmarker nach dem Livestream reinschreiben. Unfall bei, weiß ich, bei 2 Minuten oder bei Minute sowieso. Dass die Leute das mitkriegen. Und dann könnt ihr das von mir auch so wieder posten. Ah. Ja, genau. Sag mal, da hast du recht. In den ganzen Schnee muss man natürlich eine Sonnenbrille tragen, weil das doch irgendwie ein bisschen wehtut in den Augen. Und dadurch habe ich die Tastaturbeleuchtung nicht so richtig gesehen. Außerdem muss ich auch sagen, habe ich die auch nicht so krass eingestellt jetzt, ne? Also die Beleuchtung hat so ein leichtes grün-blau. Ich hätte mir wahrscheinlich Winterräder aufziehen müssen. Eieieiei, man hat aber hier ein paar Straßen gesetzt, meine Güte hier. Dann ab hoch hier. Ah, die hat doch gut genommen, oder? Wie so ein Rennfahrer. Aber das... War das Sammler oder war das gar nicht? Weiß ich ja gar nicht. Hier mit diesen FX da. Vielleicht gibt es da irgendwo ein Video, wo einer das mal ein bisschen so erklärt. Wenn die noch besser aussieht wie die Grafikmod, die ich jetzt gerade hier drin habe, dann kann man sich das auf jeden Fall mal antun. Irgendwo war doch da mal ein Tunnel gewesen hier. Hier steht 80. Ja klar, fahre ich hier mit 80 lang. Ich fahre hier gerade mal so mit ein bisschen mehr wie 30 lang. Alter, Holter, die Polter. Ach, die Rumba-Lotte ist da. Eifer-Bitch. Eifer-Bitch. Rumba-Lotte, jetzt sag du mal. Moses will sich nicht richtig äußern. Wie war euer erstes Date heute? Hä, warum will ich mich denn nicht äußern? Ich hab doch alles gesagt. Blöder Penner. Kommt ihr gleich dahin? Ja, ja. Uiuiuiui. Hier ist glatt. Ah, was hoppelst du denn so? Fährst du denn da rum? Na, auf dem Berg! Junge, das ist aber nicht für den LKW gemacht, die Strecke. Na, logisch. Bloß vergessen, die richtigen Reifen aufzuziehen. Hey, und zoomt der Ollen nicht ständig auf die Titten? Oink, oink. Ich hab's genau gesehen. Ich hab in den Spiegel geguckt, du Ei. Ich hab's gleich geschafft. Ah,
Ja. Ich müsste jetzt selber schalten, ich weiß. Ach so, du nutzt die beiden, Scania war das, die beiden Sachen. Habt ihr noch im Stau gestanden heute? Ja. Da hat Rumbalot einen Sonnenbrand, sagt er jetzt. Deswegen kann er jetzt nicht... Keine Ahnung, ich hab den halben Stau verpennt. Du bist einfach nur... Du bist einfach nur... Ja, ich war müde. Ja. Ich müsste jetzt eigentlich selber schalten und ich sollte schon längst irgendwo einen Knopf für die manuelle Schaltung gemacht haben. Habe ich aber nicht und deswegen holen wir uns hier gemütlich. Gehen runter, aber wir fahren einfach jetzt so. Oh, da vorne sind Schneestürme. Nee, durch den Sonnenbrand kann jetzt Rummerlotte nicht in Discord kommen, hat er gesagt. Wie wäre es mit Schneeketten? Die habe ich zu Hause gelassen, damit habe ich die Frau festgekettet. Ach so, die sitzt da neben mir. Scheiße. Wen habe ich dann festgekettet? Also, du wolltest sie nicht als anglotzen. Ey, lass mich doch die anglotzen. Das ist Edeltraut. Du sollst arbeiten, LKW fahren. Ja, mach ich doch. Glotzen. Das geht doch jetzt hier. Holter die Polter, John Travolta hier auf der Strecke. Warum schleppst du überhaupt deine Olle mit auf Arbeit? Naja, jeder muss doch kochen, Wäsche waschen. Und den armen Maximus verwöhnen, wenn er dann fertig ist mit der harten, knüppelharten Arbeit, die auf dem Bock sitzen. Alles Lügenpresse. Lügenpresse. Ach, super, das ist echt eklig. Ey, weißt du, Moses will nächstes Jahr zur DTM auf den Lausitzring kommen. Und da sollst du mitkommen. Lausitzring. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Einlass im Osten habe. Du musst ja so Visum beantragen. Ja, das kannst du. Ich hole mir NATO Marschbefehl, dann darf ich da rein. Ja, und dann kannst du deine Begleitung mitnehmen. Findet ihr das nicht lustig? Das wieder. So, das war Moses. So, wir haben die Hannibal hätte es auf jeden Fall nicht besser machen können. Wie ich mit dem LKW ist Hannibal mit dem mit seinen Elefanten hier lang gegrust. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, was ist denn das hier von der Rennstrecke? Der holtert aber auch ganz schön hier. Ja. Großes Wasser. Meine Güte. Hier wird gesagt, hier kann man mit 80 lang fahren. Okay. Also Rummerlotte, das war heute quasi ein Erfolg, ja, dieses Rennen heute. Das war gut. Genug Gummi geschnüffelt. Habt ihr doch mal Sand. Gummi geschnüffelt, die Zähne knirschen vom ganzen Sand, weil die Idioten immer in Dreck fahren mussten. Aber wir wissen jetzt auch immerhin die genaue Typenbezeichnung des Traktors, der da rumgefahren ist. Das war ganz wichtig, dass er das uns da sagen musste. Ach so? Ja. Was war das für ein Traktor? Ein Fendt. Ein Fendt. Nein, genau, habe ich mir jetzt auch. Nein, das war doch ein Fendt. Nein, was? Ein Deutz, der hat es fünfmal gesagt. Vielleicht doch einmal zu wenig gesagt. Ja, erst noch hier erzählen, er hat es tausendmal gesagt und dann sagt ja, er ja auch, aber das geht irgendwie ins eine Ohr rein, das andere raus, hätte auch was im LKW jetzt. Naja, bei wenig Widerstand geht das schnell, ne? Ja. aber die Niederländer waren geil. Die haben den LKW hinten auf diese Ladeplattform, haben die einfach Sofas gestellt, ganz hochgefahren und haben das als Tribüne genutzt. Das war richtig gut von denen gemacht, das war klasse. Die waren ja eh ein bisschen frei. Ich meine, der eine wollte ja auch seine Nudeln ins Publikum halten, von daher alles gut. Echt? Ja, der hat Rumba gesehen und dann konnte er nicht mehr an sich halten. Und dann war er eifersüchtig, weil er mit dir da war, ne?
Sowieso. Auf mich ist eh jeder eifrig. Ja, aber ist doch schön, dass es ein schöner Nachmittag war. Es wäre deutlich besser gewesen, wenn diese Grippidioten nicht da gewesen wären. Weil das war ja eine Katastrophe gewesen. 10.000 Menschen bei so einem komischen Grippe-Event da. Alles also voll, die ganze Straße. Echt, so viele Leute waren da? Ja, beim Drift Cup nicht, es waren vielleicht 200 Leute. Ach so, weil da noch ein Event war. Da war noch was anderes, ja. Da hatte Moses morgens zum Glück die glorreiche Idee gehabt, sein Handy zu zücken und Ausweichroute zu suchen, sonst hätte man noch eine Stunde morgens im Stau gestanden, nochmal extra. Oder zwei Stunden. Ja, auf der Rückfahrt ist mir das entgangen, habe ich leider gepennt. Das war ein Stop-and-Go-Gegondel, ich sag's nur. Ja. Da, also auf sowas habe ich keinen Bock. Dann bleibe ich lieber noch 3 Stunden dort und warte, bis sich der Stau so ein bisschen gelichtet hat. Ja, hier wär's aber nass geworden. Ja, aber da hätten wir schön durch den Kreisel driften können. Obwohl, da war ein bisschen viel Polizei da. Ich guck jetzt noch ein bisschen Nordschleife. Musst du gucken hier, Bay Pirates Racing Liga. Die machen heute Rennen auf der Nordschleife. Die Rennen auf der Nordschleife. Na hier, die spielen, machen jeden Sonntag, machen die hier doch Race Room Rennen, wirklich so, Meisterschaft. Ach so. Und heute ist die Nordschleife. Richtig geil. Die fahren jetzt erstmal 90 Minuten, glaube ich, waren es. Ja, ich mag Race Room. Geht gleich los. Oder mit was für Autos fahren die? Was sind das? Karren. Nicht die GT3 hier, die kleineren. GT einfach nur. Ah. Wieso? Race Room Racing ist aber auch nicht einfach. Nee, es ist schon, sag ich mir, ich hab dort einfach nur noch kein ordentliches Setup für mein Lenkrad rausgekommen. Nee, ich schick dir das mal. Kannst du mal reingucken, wenn du Lust hast. Ich hab's noch eine Zeit lang auch gerne gespielt, aber das ist mir zu zeitaufwendig, so ein gegenüber den, was die Leute sich das dann bei mir angucken, ja. Würden jetzt so ein... mal richtiges Auto fahren können. Ja, ja. Du, Alter, das ist doch keine LKW-Route, wo du da lang fährst. Wo willst du denn die Ware hinbringen? Willst du einen Vulkan füttern oder was? Na, ich nehme eine Abkürzung. Ah. Au. Ah, ist laut. Ach, das sieht aber herrlich aus. Wollen gleich mal ein Foto hier machen. Wie er da so lang poltert. Danach brauche ich neue Achsen. Was ist da? Hast du ja jetzt einen guten Vergleich, wie breite Strecke im Spiel aussieht und wie breite Strecke in Wirklichkeit aussieht. Ja, guck mal, wenn du dir das Ganze drumherum anguckst, die treffen das schon extrem gut. Ja, ja. Aber es kommt einem trotzdem ein bisschen kleiner vor. Daniel, ja, Schwertransporte kann man schon auf der vorhergehenden 2.26 fahren. Da sind, glaube ich, 4 Strecken dabei. So, jetzt muss ich mal. Hui, hui, hui. Platz hier. Kann ja mit dem Panzer noch lang fahren. Das wäre doch eigentlich genau der Richtige für dich, Rumba, damit zu fahren. Ja, deswegen habe ich doch bei der VRLN bin ich doch dabei, mich anzumelden. Ja, da haben sie gesagt, da brauchen sie richtige Männer, richtige Maschinen und Kinderersatzteile, wisst ihr? 7 Sekunden muss ich noch auf der Nordschleife besser werden. Dann kann ich ganz oben mitfahren. So bin ich jetzt im vorderen Mittelfeld von den Zeiten. Aber mir fehlt da noch ein bisschen die Konstanz. Die muss noch mitfahren. Sie muss halt immer die Edeltrau dabei. Ja, das. Oh. Ich hab ein Schild umgefahren. Das Race Room hat halt einen irre geilen Sound. Haben wir noch gut gemacht.
Das Navi läuft wieder. Ah, weiter jetzt. Sag mal, kostet die Promods nicht 1 Euro? 1 Dollar, wenn, dann kann man... 1 Dollar? Und hier fragt einer im Chat, ob man das irgendwo kostenlos bekommen kann. Das ist schon ein bisschen... Die Promods kannst... Nee, die Promods kannst du auch kostenlos... Du kannst entweder kostenlos, da musst du jede einzelne Datei selber runterladen, oder du machst für 1 Dollar, also 88 Cent, holst du die... Und dann kannst du mit einem Rutsch runterladen. Das ist einfach nur Bequemlichkeit und für mich auch, dass ich das Team unterstütze, weil sie ja das alles managen und die Server bereitstellen und und. Ja. Weil die wollen ja das. Ja, die wollen aber eine große Masse an Leuten, dass die an diesem Spiel ja teilnehmen. Guck mal, jetzt haben sie zum Beispiel, das Problem ist, der Euro Truck Simulator wird ja auch alle, sagen wir mal, jedes 12 Jahre neu aufgesetzt. Nee, jedes Quartal kommt neues Update. Und da bauen sie ja immer noch an den Karten. Ja, und dann bedeutet das, dass die Leute, wenn sie sich das komplett kaufen, jedes Mal neu kaufen müssten. Ja, jetzt ist zum Beispiel das gewesen, dass die Live-Events dazugekommen sind und sonstige Sachen. Ja. Also hier auf der Straße kann dann irgendwo ein Unfall sein oder die Polizei hat eine Sperre oder eine Baustelle. Und das muss ja alles dann noch in der Promods implementiert werden, ja, dass es unterstützt. Und das dauert natürlich. Und darum haben wir jetzt die 2.27 und bei der 2.30 werden wir wahrscheinlich neue Gegenden sehen. Ne? Ja, dann wird es dann runter nach Griechenland, Zypern und alles so die Ecke gehen. Ach, sieht das geil aus, wie der hier lang fährt. Herrlich. Der Staub, ich muss mal vorne gehen. Und jetzt müsste er noch verdrecken, der LKW. Und man merkt richtig, wie sie bei dem LKW das gebaut haben. Das sieht intensiver aus. Dieses... Oh! Ah, oh! Ah, ah, ah. Entschuldigung. Ihr solltet lieber nach innen gehen. Wie das Führerhaus wackelt. Das Fahrerhaus. Junge, 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 Junge. Also hier die Kontrollleuchte, die spielt ja wohl ganz schön verrückt. Rummer, Leute, wann kann man das Spiel wieder zocken? Das Shooter-Spiel, das Zweiter Weltkrieg. Wer fragt das? Ich frage das, weil Moses hat sich das gekauft. Es wurde, gestern hat Easy, glaube ich, geschrieben, dass das wieder verschoben wurde. Nach hinten ein bisschen. Ach so? Easy, Easy hat das auch schon? Ja, natürlich. Easy macht da auch Easy mit. Hat sie das Pappnase auch schon gekauft? Ich glaube schon. Der Turbo hat sich gekauft noch von unseren Leuten. Vibes glaube ich auch noch. Also bei uns haben das ziemlich viele. Naja, dann mit wie viel kann man da eigentlich auf eine Map gehen? 40. 40. Ja, den Dreh wird 40 sein. Gegen 40 stand da, glaube ich. Und wie viel sind denn in so einem Squad drinne? Gibt's das sowas? Ich glaube, fünf Leute müssten das sein oder vier. Ich glaube aber eher fünf. Na, da kann man ja. Wichtig ist halt, dass du einen dabei hast, der den Lead übernehmen kann und auch mit anderen kommunizieren kann. Na, das wäre der Moses, der kann ja sogar ein bisschen Englisch. Ja, das muss der Moses machen. Was denn? Du wirst deine Befehlsgewalt dann dort unter Beweis stellen. Ja, dann kannst du mal zeigen, was so ein richtig deutscher Offizier kann. Worum geht's denn jetzt? Bei was? Was muss ich? Postscriptum. Einer muss dann ein Lead machen, um auch mit den anderen Leads, als Squad-Leadern zu kommunizieren. So. Und den eigenen Squad dann die Befehle quasi zu erteilen. Ey, na das wird ja, da gibt's doch Meuterei auf der Bounty. Gibt's da dann quasi einen Kopf, der das komplette Team leitet, oder was? Den Squad, ja. Nee, das nicht nur Squad, sondern das ganze Team. Alle. Ich glaube, das gibt's. Squad-Leadern da Befehle gibt. Auch, obwohl ich glaube gar nicht, ob es so einen Commander auch gibt. Ich weiß es nicht. Commander Shepard, wa?
Der ist doof. Commander Hotzenplotz. Naja. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant, also muss ich ehrlich sagen, wenn man... Da bin ich mal richtig gespannt, also da wird sich der Feldjäger auf jeden Fall freuen, wenn du dann als Obermedizinmann uns führst. Ich sag dir gleich eins, ich bin Panzerfahrer und Richtschütze. Du bist gar nichts, ich bin Shit. Ich hab eine Richtschützen-ATN. Hast du die ja, auch? Ich hab Chef-ATN. Also dagegen gibt's doch was von Radfahren, glaub mir. Und dann kannst du erstmal eine. Ich habe keine ATN, außerdem ich habe ein Patent. Ja, ja. Ich war Zivi, darf ich jetzt fahren? Na klar, klar, kannst gleich. Du eben hinstellen und applaudieren. Ja. Du kannst gleich einen Tiger fahren. Tiger 1, geht los. Naseborn und Eierschaukeln dazu, während wir unseren Spaß auf dem Schlachtfeld haben. Da kommt die Rotzenplotz-Truppe an. Aber ich nehme doch kein Zivi unter meine Fittiche. Hast du sie doch alle? Der hat doch... was hast denn Zivi gemacht? Haustechnik. Haustechnik. Ja, wenn er wenigstens Sunny wäre. Nee, ja. Ich mal das. Ich bin nicht bescheuert, da muss ich ja mit anderen Menschen zu tun haben. so einen nehme ich nicht in meinen Sport. Wieso? Der kann doch halt vorne voraus. Kann sich verscharen und beten, dass er überlebt. Nee, der geht voraus. Der ist der Melder. Er geht voraus, er ist Kanonenfutter. Dürfte damals nicht mit irgendwelchen Leuten zu tun haben, die irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen da an sich rumdoktern haben, weil ich habe immer so den Tick gehabt, irgendwelche Knöpfe zu drücken, weißt du? Komm nicht mit meinem Kühlschrank auf Arbeit, der ist schon auf Arbeit. Als ob ich den jedes Mal hinschlepp, der bleibt da. Ach mein. So, wie viele Kilometer haben wir noch? 107 Kilometer und dann sind wir fertig. Wir haben es heute geschafft. Ihr wart großartig. Wir haben 275 Daumen. Kai aus der Kiste hat mal ordentlich zugelangt hier. Ne? Hat hier 15 Euro reingehauen. Wir haben ein paar neue Abonnenten bekommen. Wir haben meine Mods gesehen. Und wieder endlich auf der Pro-Mods unterwegs. Herrlich! Jetzt bin ich schon der Praktikant. Naja, gucken wir mal, ne? Der Praktikant. Da kommt der neue Scania raus. Tja, das ist. Kommt der neue Iveco raus? Will den neuen Iveco fahren. Du weißt ja gar nicht, wie der aussieht. Ja. Oder ich will den neuen. Warte mal, ich muss gerade mal gucken, wie LKWs heißen. Dann kommt der neue Isuzu raus. Isuzu. Wann kommt denn der neue Mitsubishi Fuso raus, genau. Der neue DAF. Ich will den neuen DAF sehen. Ah, in zwei Wochen. Also DAF kenne ich nur als Bier. Oh Mann. Es ist wieder spät, meine Jungs. Es ist nach 20 Uhr, der Sockenschuss kommt wieder. Ja. Ach, ist das herrlich, einfach hier. Alter, jetzt fährst du schon wieder 2 Stunden LKW. Naja. Ich mach heute aber nicht so lange. Ich bin noch am Überlegen, morgen mache ich ja noch eine Runde Multiplayer. Aber nicht so lange, nur 5 Stunden. Naja, wenn ich die 60.000 bald knacke, dann werde ich wohl irgendwann mal Multiplayer mal 6 Stunden machen müssen. 24 Stunden. Ihr habt alle gehört, er hat 24 gesagt. Ihr habt es alle gehört, ich habe den ganzen Chat. Das sind 150 Mann als Zeuge. Ja. Dann werden wir mal 6 Stunden schön gemütlich Livestream machen. Ob das noch vor meinem Urlaub ist oder nach meinem Urlaub, das... Du hast doch erst Urlaub gehabt. Das war ein verlängertes Wochenende, das ist kein Urlaub. Das war Urlaub. Ach, vergessen zu blinken. Guck mal, Scania hat jetzt gerade den neuen Iveco gepostet, unten bei, Was ist der hässlich? Gott, ey. Der sieht ein bisschen eichelartig aus, aber ich sag dir ganz ehrlich. Das sieht aus, als hätte den einer so...
unter der Fahrerkabine gepackt und nach unten gezogen. Nee, der ist einfach ein ganz langes Gesicht. Der ist beim Lackieren, ist er zu lange in der Hitzekammer geblieben. Der ist kurz verlaufen nach unten. Aber ganz ehrlich, der Iveco Z, der sieht gut aus. Ich weiß nicht, für mich sehen die alle gleich aus und auch noch gleich hässlich. Ich finde die Ami-LKWs, die wenigstens eine richtige Front haben, viel geiler. Ja, die mit der Schnauze, Langschnauze oder wie die da heißen. Jetzt muss hier einfach so eine Würfel, die da drum fahren. Ja, das ist nun mal wegen dem Gesetz, der LKW darf nur so und so lang sein. Was heißt wegen dem Gesetz? Wie lange würden hier nirgendwo durchkommen? Ja, das wurde halt so angepasst, ne? Ja gut, die Gigaliner, die wird es ja auch irgendwann mal geben. Werden nicht überall fahren dürfen, aber naja. Kann ja mal Scania ein Bildchen reinposten, wenn wir schon keine Frauen hier sehen, vom Iveco Z. Oh nee, macht lieber Frauenbilder. Aber nicht wieder so wie das letzte Mal, da haben sich ziemlich viele drüber aufgeregt. Was denn? Ja, so halbpornografische Bilder, das haben viele Leute, ist das sauer aufgestoßen. Soll ja nicht halbpornografisch sein. Die Nippel waren abgedeckt. Durch zwei Zöpfe. Immer dran denken, 12-Jährige hier noch und nöcher. Ja, aber irgendwann müssen sie auch mal fürs Vaterland ran. Dann musst du schon realistische Bilder reinstellen, was sie dann kriegen. Dann müssen wir doch Angela Merkel und Alice Schwarzer dann wieder reinbauen. Mal ein bisschen hier von der Heldi, von Frauentausch. Scania ist besser, kommt gleich ein Kommentar da unten. Nee, die Promods ist keine Beta. Die Promods ist noch eine Alpha. So, hast du es jetzt mal da, Minimus, dass du mal gucken kannst? Du, ich bin doch gleich fertig. Guck mal, ich poste das jetzt nochmal dahin, dass du nicht suchen musst. Ja, aber ich will den Scania Z, nicht den Scania Z, sondern den Iveco Z. Ich will ihn nicht sehen. Oh. Was für ein Foto hast du denn da jetzt hingemacht? Na, von euer Date heute. Das ist ja ein Video, du musst auf den Link klicken. Achso. Den Dings hättest du fotografieren müssen hier. Oder hast du schon mal ein MP4-Foto gesehen? Ich hab doch nur das Foto... Ach guck mal, da steht MP4, hast recht. dem hätten den LKW fotografieren sollen. Das war ein schöner LKW. Was war das hier? Ein Fiat? Sieht man nicht sogar da drauf? Weiß ich nicht, ich such den jetzt gerade mal. Ah, gucke an, Scania! Das ist doch eine schöne Mischung. Das ist eine schöne Mischung, Scania! Lob ja, und den aller sieht man unten im Bild direkt, den LKW. Echt? Nee. Wo die da auf ihren Sofas sitzen. Na, ja, achso, wo du den Sofas siehst, ja. Aber ich meine eigentlich eher den LKW, weißt du, wo wir gerätselt haben, was ein Führerschein mal für den braucht. Ja, den habe ich nicht gesehen mehr. Ja, der ist ja abgehauen. Ja. War verloren und ist gleich eingepackt und ab nach Holland. Habe ich doch gut getroffen, das Video, wa? Sehr gut. Und da ist meine Abladestelle. Und dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Was wir nicht schaffen, das bleibt liegen. Schön im Sonnenuntergang. Ach, herrlich. Eieieiei. Das wissen doch bestimmt diese ganzen LKW-Leutchens hier, oder? Wie heißen diese? So Sprinter-mäßig, nur dass er dann halt hinten... Das Bild gefällt mir noch viel besser. Quasi einen Drehschemel noch mit drauf haben und alles. Guck mal, Moses, das ist doch hier... So möchte ich auch mal meinen LKW geputzt haben. Die hat einen schönen Popo, muss ich ehrlich sagen. Oben die Olle gefällt mir trotzdem besser. Echt? Ja. Du weißt doch gar nicht, wie die andere aussieht. Blond überlebt den nächsten Winter nicht. Alles weg mit dem Dreck. Nee, oben die gefällt mir trotzdem. Ja, ich muss mir das dann mal genauer angucken. Ich muss da ein bisschen ranzoomen. Für alle, die nicht wissen, Santa Maria, das ist alles auf Discord. Das ist unser Facebook. Santa Maria. Santa Maria. Insel, gesagt, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In den Fieber, das wie Feuer brennt. Sie war ein Kind der Sonne. Ach, das war das Finale, oder? Wie ein erwachender ja. Morgen. Weiter kann ich's nicht. Was? Ah, wie schlecht.
der Sound doch übers Handy rüberkommt, wie krass die Dinger sich angehört haben. So. Ja, war halt schlecht. Ich finde es dafür, dass es mit dem Handy gemacht ist und wir relativ weit weg waren, noch sehr gut. Aber, ich meinte jetzt nur so von dem, wie es wirklich war halt, ne? Trotzdem, wie gesagt, dafür, dass das mit dem Handy aufgenommen ist und wir relativ weit weg waren, ist der Sound eigentlich noch richtig gut. Ja, Moses, ich hör's mir gleich an. Du sollst dir es angucken, nicht anhören. Ah, dann guck ich's mir an. So, wir werden unsere Fracht gleich abgeben. Wir haben's geschafft. Wieder mal lange unterwegs gewesen. Ah. Und wir werden mal ganz normal parken hier. Mehr kriegt der Maximus jetzt nicht mehr hin. Eine glorreiche Fahrt geht jetzt zu Ende. Schulz! Ah, Scholz heißt der gute Mann. Schulz, der ist nicht mehr dabei, der ist raus. Oh. Oh Mann, womit habe ich das verdient? Und immer nicht vergessen, Rückwärtsgang rausmachen, wenn ihr im Multiplayer seid. Abladen. Deutschland sucht den Superstar Fester. Ja. Ja. Beim nächsten Mal. So, Freunde der untergehenden Sonne, FSK 18, genau. War wirklich wieder schön. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir durch die ganze Welt hier zu fahren. Europa, Hashtag. Und ja, morgen wird es wahrscheinlich, mal gucken wann, einen Livestream wieder geben mit dem Euro Truck Simulator. Wenn ich was vorhabe und meine Frau sagt, wir müssen woanders hin, dann kommt wenigstens ein Video. Egal, irgendwas kommt. Und ja, wir machen Fisch. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bye, bye.